Servus Leute und willkommen zurück wieder auf meinem Kanal. Es gab jetzt längere Zeit Pause, aber jetzt bin ich wieder zurück und ich habe eine richtig geile Nachricht für euch. Ihr könnt es bestimmt auch schon im Titel lesen, denn ich werde dieses Jahr mein eigenes FIFA Mobile YouTube Turnier machen. Das wird wahrscheinlich schon im März beginnen. Für alle, die mir auf Insta folgen, die wissen es ja auch schon seit gestern, dass ich mein eigenes Turnier starten möchte. Da haben wir jetzt schon einige zugesagt. Wir sind dabei, Shakers auf jeden Fall dabei, dann noch EFM und so. Mein Designer habe ich auch schon mit Official FPH und auch noch ein paar weitere große, bekannte FIFA Mobile YouTuber dabei. Und das Besondere ist, ihr habt auch eine Chance dabei zu sein, weil es werden ein bis zwei Teilnehmer werden aus der Community kommen. Das heißt, wenn du mitmachen willst, schreibst du einfach per Insta oder schreib auf YouTube einen Kommentar und dann hast du die Chance, mit dabei beim Turnier zu sein. Du musst doch keinen YouTube-Kanal haben. Das ist das ganz Besondere. Es werden sich bestimmt auch einige fragen, warum ich dieses Turnier machen möchte. Das liegt ganz daran, da ich jetzt schon seit einem Monat wirklich so im FIFA Mobile bzw. auch YouTube aktiv bin. Das heißt, ich habe kaum FIFA Mobile gespielt. Ich starte dabei schon mal in die Events rein. YouTube war ich auch nicht mehr wirklich aktiv und ich habe jetzt so einen Motivationskick gebraucht. Da habe ich gedacht, mache ich doch mein eigenes FIFA Mobile YouTuber Turnier. Das Turnier wird auch mal besonderes sein, weil es regt mir schon lange auf so ein bisschen, dass teils wirklich bei den Spielen die Teamstärke so unterschiedlich ist, dass du eigentlich überhaupt keine Chance hast zu gewinnen. Wenn du jemanden mit einem 5... um 5 stärkeres Team spielst, dass du gar nicht gewinnen kannst und automatisch schon verloren hast. Deswegen wird das Turnier ganz klar sein. Es wird hier auf dem Start-Rating festgelegt werden. Und dann hat jeder das gleiche Rating, kann sein Team zusammenstellen, wie er will, damit wirklich mehr Fairness ist und damit dann wirklich der am Ende gewinnt, der am besten ist und nicht der mit dem besten Team. Jawohl, das schaffen wir auch. Dann, genau, also. Auch wenn ihr zu YouTube ist, ja noch bei vielen Mobile-YouTuber vielleicht mein Video an, die könnt ihr auch gerne noch bewerben, einfach per Insta. Oder wie gesagt, die, die keinen YouTube-Kanal haben, haben auch gute Chancen dabei zu sein. Dann, was mir auch relativ witzig ist, was mir aufgefallen ist, ich habe mich ja auf YouTube fmtv.official genannt. Und ich habe gedacht, dass man im Englischen official wirklich O-F-F-I-C-A-L. Das Problem ist, es heißt, der Official schreibt man ja Official. Und das habe ich komplett verpennt. Deswegen habe ich meinen Namen jetzt geändert. Ich glaube, ich heiße jetzt Official. Also, quasi. Weil es machen ja auch einige auf Insta so, dass sie quasi so die Namen abkürzen. Zum Beispiel, es gibt Regensburg. Kürzen sich manche ab. Name.Regensburg. Die kürzen sich RGB ab. Und deswegen mache ich jetzt einfach nur Official. Also nicht Official. Also, ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Da möchte ich ja auch, wie gesagt, die 400 Abonnenten erreichen. Das ist immer noch mein Ziel. Hat jetzt natürlich durch meine Passivität jetzt wahrscheinlich ein bisschen verzögert. Aber ja, das Ziel werden wir jetzt angreifen. Jetzt das dritte hier. Jetzt Tortilla möchte ich jetzt auch aktiv machen. Weil ich nehme ja auch im Februar, also im März ist da mein eigenes Turnier. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch, weil es gibt ja wie gesagt keine Vorbereitungsphase im Turnier, sondern nur die Spiele. Es wird wahrscheinlich im Viertelfinale losgehen, sodass man im besten Fall 3 Spiele hat und im blödesten Fall 1 Spiel. Das heißt, damit nicht so viel Zeit vergeht, weil ich sag mal so ein großes Turnier wie Battle oder Fatal kann ich eh nicht machen, weil im Februar findet ja auch Battle statt von Max Kirschi. Da bin ich eingeladen. Und von daher, ja, mal so ein kleines Turnier eher, wo es aber wirklich auch auf Skill drauf ankommt. Jetzt machen wir vielleicht auch nochmal schnell das hier Totti. Mich würde auch interessieren, was generell so dieses Jahr die Angebote sind, weil ich habe das Gefühl, dass EA wieder die Preise erhöht hat. Hier 250 Mittelfeldpunkte für 500 Points, okay. Wenn man das abschließt, kann man hier einen 85er kriegt man hier Elite. Das sind wieder bei Reus, Matuidi, Perisic, Nandino, Rakitic, Pogba, Casemiro, Busquets, Isco, Dybala, Groß. Und ich sehe ja bis auf Reus, ja, kaum Deutsche dieses Jahr dabei beim Totti. Wobei es lag daran, dass auch die Bundesliga relativ schlecht abgeschlossen hat. Wir schauen einfach mal hier. 5-4. Hier, okay, natürlich schon interessant, ich weiß nicht. Ich schaue mal ab, wie ich mich jetzt entwickle, wie weit ich da bei Totti komme. Und vielleicht gebe ich dann auch ein bisschen Kohle auf, aus, die mich interessieren.
gibt es eigentlich auch schon die Torwerte. Wer ist halt von den Torwerten reingeschaut hat? De Gea ist dabei. Das haben Lloris, Oblak, Courtois. Wobei ich muss sagen, Lloris, okay, als Weltmeister, das ist schon verdient reinzukommen. Der Jan Oblak seit Jahren für mich konstant. Und für mich ist Oblak tatsächlich aktuell so der beste Torwart der Welt. De Gea, schwach ist 2018, 2019 stark, vor allem gegen Tottenham beim 1-0. Hat er wirklich alles gekillt. Dann alles so nur eine 86. Alles sehe ich aber eigentlich vor Lloris und De Gea. Und hier auch Bundesliga ist hier bis auf Hummels. Warum hat es Hummels ins Totti geschafft? Ja, also ich finde Totti, ja, hat EA ein bisschen, das schauen wir gleich mal. Ja, wobei das Totti, für mich ist Totti zu groß mit den ganzen Ersatzspielern. Muss eigentlich nicht ganz unbedingt sein. Dann, wir möchten ja auch hier wieder die Team of the Week kriegen. Dann können wir hier Saison Bonus Pack, da habe ich immer noch 11 von den Coupons, von diesen Punkten, weil ich einfach so inaktiv war. Jawohl, da ist wieder nur Schmarrn drin. Okay, alright. Ich muss tatsächlich sagen, es wird mein erstes Battle sein. Ich habe, glaube ich, bisher schon bei 3 oder 2 Fatals mitgemacht. Aber Battle habe ich noch nie mitgemacht. Jetzt aber gleich schon mal das Team of the Week an, würde ich einfach mal sagen. Ich bin gespannt, ob der Rea drin ist, wobei ich davon ausgehe, dass mit einem starken Spiel gegen Tottenham. Schau gleich mal an, es ist auch bald wieder so weit, dass ich hier mir holen kann. Der Rea mit einer 90 natürlich klar. Luis Suarez, Fabinho, Pario, Julian Draxler, Julian Schü Draxler hat sogar geschafft. Pedro, der hat immer bei Barca gespielt. Williams, Juan Fran, nur mit der 79 finde ich extrem wenig für ihn, weil Juan Fran, glaube ich, heißt er, hat ja auch mit Atletico schon viele Erfolge gefeiert. Dann würde ich sagen, holen wir den täglichen Quests ab. Jawohl, öffne ein Profi-Pack, oh, ja, bla bla bla, da ist eh wieder nichts drin. Und da würde ich sagen, schauen wir mal. Nein, ich bin jetzt auf den mobilsten Knopf gekommen. Den tue ich ja immer rechts in die Ecke, damit ich nicht drauf komme. Liga-Punkte mal 10, Team of the Week-Punkte. Und Juan Fran, Leute. Geil, 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 geil. Perfekt. Juan Fran, ich hoffe, dass der auch einiges dann wert sein wird. Da kann ich ja mal schauen gleich, weil ich muss jetzt wieder so eine Grundordnung reinkriegen, weil ich hier komplett inaktiv bin. Ist es so, bei FMCL hätten mir eigentlich noch 2 Spiele gefehlt, aber es ist so, Bronze macht eh nicht mehr mit. Hier steht auch FIFA Bronze, dass die Liga verlassen. Jetzt werde ich dann nur gegen All About spielen müssen. Schau gleich mal, ich habe hier 911 Punkte, dann würde ich sagen, ich brauche eigentlich wirklich dringend Kohle. Damit ich mal mein Team verbessern kann, dann holen wir uns gleich mal die Kohle ab. 100.000 Coins, Musik in meinen Ohren. Und dann würde ich sagen, ja, holen wir nochmal ein kleines Münzpack ab, 30.000 Coins. Leute, das war's für heute auch schon wieder. Wir haben jetzt gar nicht so viel gespielt. Aber wenn ich dann wieder mehr drin bin, dass ich wirklich auch spiele, werde ich auch wieder Formate und so machen. Also bewerbt euch jetzt für mein Turnier, egal ob YouTuber oder kein YouTuber und aus der Community. Es würden einige mitmachen. Also Leute, haut's rein, lasst ein Like, haut ein Abo da. Ich bin motiviert und dann sehen wir uns demnächst.